Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Division 2 Video. Massive hat ja gerade die große Erweiterung Warlords of New York vorgestellt in einem über 3 Stunden langen Streaming-Epos, in dem wirklich ganz viele Aspekte der neuen Erweiterung und vor allem auch die vielen Änderungen am Base-Game vorgestellt wurden. Eine allgemeine Zusammenfassung ist bereits auf meinem YouTube-Kanal live. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder hier rechts oben im Bild. Aber hier, heute in diesem Video, dreht sich alles um das neue Endgame, was es praktisch in New York für uns zu tun gibt, um alle Inhalte, die uns in Jahr 1 noch erwarten werden, also alle saisonalen Events. Und zum Schluss gibt es dann noch eine Kaufempfehlung meinerseits für euch, welche Version denn für euch die sinnvollste ist. Egal, ob ihr wiederkehrender Agent seid, der schon länger nicht mehr gespielt hat, je nachdem wann ihr ausgestiegen seid, oder ob ihr ein ganz frischer Agent seid, der Washington und New York wieder sicher machen möchte. In der Erweiterung, in der sich alles um Aaron Keener dreht und 4 weitere Rogue Agents, die er rekrutiert hat, werden wir 5 neue Hauptmissionen bekommen. 4 davon können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden und die 5. ist dann natürlich die, in der sich alles um Agent Keener dreht. Und 8 brandneue Nebenmissionen und alle diese Missionen sollen wirklich wunderbar storymäßig miteinander verbunden sein, also sowohl die Haupt- als auch die Nebenmissionen. Wenn ihr das Ganze aber hinter euch gebracht habt, was bleibt dann noch für euch zu tun? SHD-Levels ist eine Möglichkeit für euren Agenten, um weiter Fortschritt über das maximale Level-Cap von Level 40 hinaus erhalten zu können. SHD-Levels setzt sich aus 4 Kernattributen zusammen, die jeweils weitere 4 Unterattribute haben. So haben wir dort Offensive, Defensive, Utility, was praktisch die Skills sind, und MISC, also sprich Verschiedenes. Das heißt, wenn ihr auf Level 40 einen weiteren Levelfortschritt erhaltet, bekommt ihr Punkte, die ihr dann in diese Kategorien stecken könnt. In Offensive könnt ihr zum Beispiel Waffenschaden, Kopfschussschaden, kritische Trefferchance und kritischen Trefferschaden erhöhen. Die Defensive setzt sich zusammen aus Rüstung, Lebensenergie, Explosionswiderstand und Widerstandsfähigkeit gegen Umweltschäden. Utility setzt sich zusammen aus Skillschaden, Skillwiederaufladegeschwindigkeit, Skilldauer und Skillwiederherstellung. Und die Kategorie MISC, also Verschiedenes, setzt sich zusammen aus Genauigkeit, Stabilität, Nachladegeschwindigkeit und Munitionsreserven. In all diese Kategorien könnt ihr also eure Level-Aufstiegspunkte, die SHD-Levels, investieren und somit diese Kategorien hochleveln und stärker werden im Laufe der Zeit. Das Ganze ist natürlich gecapped. Aber wenn ihr dann das Maximum der Attribute erreicht habt, gibt es trotzdem noch eine weitere Möglichkeit für euch, eure Levelaufstiege zu nutzen. Denn es gibt noch eine 5. Kategorie, die nennt sich Plünderung. Und diese Kategorie ist unendlich. Also hier könnt ihr all eure SHG-Level reinstecken und weiter aufsteigen und weiter Belohnungen bekommen. Diese Belohnungen enthalten Credits, Stahl, Keramik, Polycarbonat, Carbon, Elektronik, Titanium und Druckerfilamente. Also eigentlich praktisch alle Crafting-Materialien. Das SHD-Level eures Agenten wird auch öffentlich angezeigt, das heißt, ihr könnt damit natürlich auch ein bisschen posen und zeigen, wie viel Zeit ihr in das Spiel investiert habt und wie hoch und stark euer Agent schon ist. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, in einem Looter-Shooter, wer zeigt nicht gerne, was er erreicht hat? Ein weiterer großer Bestandteil des neuen Endgames wird wohl ein neuer Schwierigkeitsgrad darstellen, nämlich Legendär. Ab Level 40 können wir für Strongholds, also die Festungen, den legendären Schwierigkeitsgrad auswählen, also Roosevelt Island, das Kapitol und die District Union Arena. Der legendäre Schwierigkeitsgrad soll die herausforderndste PvE-Erfahrung in Division 2 werden, außerhalb von den Raids. Eine neue Elite-Subfraktion der Black Tusk wird uns dort wohl auf Trab halten. Außerdem bekommen wir mit der Erweiterung auch die Möglichkeit, die globale Schwierigkeit einzustellen. Das heißt, wir können zum Beispiel unser gesamtes Spiel auf Heroisch stellen. Das beeinflusst dann die Open World, alle Kontrollpunkte, alle Bounties und alle Missionen. Und falls wir mal unsere gesamte Map geklärt haben, also alles eingenommen haben, können wir diese auch zurücksetzen und dann beginnt das Spielchen von vorne. Und wenn euch das immer noch nicht schwer genug ist, dann wird euch freuen zu hören, dass ihr euch das Spiel noch knackiger machen könnt. Der ein oder andere wird es noch aus dem Untergrund in Division 1 kennen, denn die Direktiven kommen zurück. Die Direktiven sind zusätzliche Modifikatoren, mit denen ihr euch das Spiel noch schwerer gestalten könnt. So habt ihr zum Beispiel kein Radar bzw. keine Minimap, keine Regeneration, weder Leben noch Rüstung
oder diverse Munitionseinschränkungen. Je mehr Direktiven ihr dazu schaltet, desto höher eure XP-Gewinne. Genauso wie die globale Schwierigkeit könnt ihr Direktiven dauerhaft einstellen. Dabei gilt, die globale Schwierigkeit ist zuständig für die Qualität eurer Loot-Drops und über die Direktiven könnt ihr eure XP-Gewinne erhöhen. Mehr XP bedeutet mehr SHD-Level, womit ihr dann euren Charakter wiederum aufleveln könnt. All das bezieht sich auf alle Missionen und Open-World-Aktivitäten, nicht aber auf den Raid und die Dark Zone, nur um das nochmal klarzustellen. Zum Thema Raid kann ich euch auch noch sagen, dass ja bereits ein Raid im Spiel ist und ein weiterer Raid im Frühling erscheinen wird. Die Gießerei, den kennen wir ja schon bereits, zumindest wurde er schon angekündigt und ein paar Mal verschoben. Allerdings gibt es neue Informationen dazu, denn sowohl den alten als auch den neuen Raid werdet ihr spielen können, wenn ihr euch die Erweiterung kauft oder auch nicht. Denn es wird jeweils eine Version der beiden Raids geben, sowohl auf Level 30 als auch auf Level 40. Raids sind für alle, das heißt, egal ob ihr die Erweiterung habt oder nicht, ihr könnt sie spielen. Und schon eine Woche nach dem Launch der Erweiterung, also am 10. März, wird ein neues Feature in The Division Einzug erhalten, nämlich Saisons. Eine Saison erstreckt sich über 12 Wochen oder 3 Monate. Und diese Saisons sind wirklich prall gefüllt. Zum einen habt ihr pro Saison einen Manhunt. Das ist eine Art Kopfgeld, die ausgesetzt ist auf irgendeinen fiesen Schurken. In Saison 1, das wurde gespoilert, ist es eine Frau, die ihr jagen müsst. Und ähnlich wie in der Hauptkampagnen-Story hat diese Lieutenants, über die ihr sozusagen Hinweise sammeln müsst, die ihr nach und nach erledigen müsst, um dann am Ende der Saison dem großen Fiesling gegenüberzustehen. Wenn ihr den Manhunt dann erfolgreich abschließt im Laufe der Saison, bekommt ihr den Signature Skill des Agenten. Also in dem Fall wird es in Saison 1 eine Variante der Sticky Bomb sein und zwar mit einem EMP ausgerüstet. Also diesen Skill könnt ihr euch nur in Saison 1 besorgen. Er wird zwar in Zukunft dann irgendwie wieder verfügbar gemacht, wie genau steht allerdings noch nicht fest. Das heißt, wenn ihr ihn wirklich haben wollt, dann solltet ihr den Manhunt in Saison 1 erfolgreich abschließen. Und ein weiteres Feature kommt noch zu Saisons hinzu, das nennt sich Leaks bzw. Leaderboards, denn es wird für alle möglichen Aktivitäten Leaderboards geben, bei denen ihr euch kosmetische Items verdienen könnt, mit denen ihr zeigen könnt, wie gut ihr bei bestimmten Aktivitäten abschließt. Und auch dieser Loot ändert sich von Saison zu Saison. Ein weiteres großes Feature, das vielen aus The Division 1 bekannt ist und ich glaube, dass sich auch viele Leute wieder wünschen, sind Global Events. Ja, sie sind zurück. In Saison 1 starten wir mit einem Global Event, das sich Polarität Switch nennt. Hier seid ihr entweder positiv oder negativ aufgeladen und durch das Wechseln eurer Waffe oder das Nachladen eurer Waffe ändert sich eure Polarität. Und ihr werdet dann entsprechend eurer Polarität auf die entsprechend gegenpoligen Gegner schießen müssen. Global Events sind natürlich vollkommen optional und finden nicht im Raid und nicht in der Dark Zone statt, aber sonst überall. Wenn ihr daran teilnehmt, könnt ihr euch auch wieder hier saisonale kosmetische Items verdienen. Und natürlich darf auch eben so etwas wie ein Battle Pass nicht fehlen. In der ersten Saison von The Division 2 Jahr 2 wird es mit der Erweiterung 10 neue Exos, 2 davon Waffen, 19 genannte Waffen und Rüstungsteile und 2 neue Gearsets geben. Mit dem Belohnungspass könnt ihr euch, egal ob ihr Geld dafür ausgibt oder nicht, in der oberen Reihe jeweils jedes Item einmal verdienen. Pro Levelaufstieg braucht ihr ungefähr 30 Minuten bis 60 Minuten Spielzeit. Wenn ihr für den saisonalen Pass dann aber nochmal ein bisschen Geld ausgibt, wie viel ist noch nicht klar, bekommt ihr auch noch die untere Reihe, die dann aus Ressourcen oder kosmetischen Items besteht. Also natürlich ist das unter anderem eine Möglichkeit für Massive, nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, aber die wichtigen Items, die wirklich spielrelevant sind, die könnt ihr euch alle kostenlos verdienen. Und letzten Endes soll es ein Modell darstellen, bei dem ihr Fortschritt habt und genau wisst, zu welchem Level in der Saison ihr welches Item bekommt, also wirklich gezielt auf etwas hinarbeiten könnt. Und außerdem ist es ein kleiner Ausblick auf alle Ausrüstungsteile, die es mit der neuen Saison zu verdienen gibt. Natürlich können diese Items auch alle im Gameplay droppen. Hier im Pass sind sie halt zu einem bestimmten Level garantiert. Und das ist erstmal alles, was es zu den Saisons zu sagen gibt. Jetzt würde ich gerne noch darauf eingehen, was es denn alles für Versionen gibt, welche Version für euch die interessante ist, wenn ihr euch die Erweiterung kaufen wollt und was es für Folgen hat, wenn ihr euch die Erweiterung nicht kauft, aber trotzdem weiter The Division 2 spielen wollt. Ich würde, glaube ich, anfangen mit dem letzteren Punkt. Was ist, wenn ihr das Base Game besitzt und vielleicht den Jahr 1 Pass besitzt, aber keine Lust habt, jetzt nochmal Geld auszugeben für die nächste Erweiterung? Was könnt ihr dann spielen und was nicht? Also letzten Endes könnt ihr alles weiterspielen, was ihr bisher habt. Ihr werdet nicht nach New York reisen können. Euer Gearscore wird trotzdem auf 515 angehoben und ihr könnt euch 515er Items verdienen.
Ihr könnt aber nicht auf Level 40 aufleveln, sondern ihr bleibt bei Level 30. Dementsprechend sind dieser Raid und auch der kommende Raid eben, wie gesagt, einmal auf Level 30 verfügbar mit entsprechenden Level 30 Belohnungen und dann eben für alle, die die Erweiterung kaufen, dann auch mit Level 40 noch einmal. Also letzten Endes ändert sich für euch nichts, außer dass ihr eben nicht die Jagd nach Aaron Keener in New York spielen könnt. Und es wurde zwar nicht angesprochen, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn ihr dann auch nicht an den saisonalen Manhunts teilnehmen könnt, denn ich könnte mir vorstellen, dass die halt in New York stattfinden, genauso wie zum Beispiel auch die Global Events. Aber das ist nicht confirmed, ist nur eine Vermutung meinerseits. Wenn ihr jetzt aber schon das Grundspiel gekauft habt und gerne The Division weiterspielen wollen würdet, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Und hier im Video zeige ich euch jetzt das Ganze anhand des Ubisoft Stores Online. Der geht auf die PC-Version ein, aber in den Konsolenshops ist es eigentlich genauso aufgeteilt. Also ihr habt ja einmal die Warlords von New York Edition. Das ist praktisch das Hauptspiel, also das Base Game und die Erweiterung. Ihr habt dort nicht den Jahr 1 Pass Content. Das heißt, ihr bekommt natürlich alles, was in Jahr 1 erschienen ist, außer die 8 Geheimaufträge und die kosmetischen Items, die für die Jahrespassbesitzer rausgegangen sind. Aber ihr müsst euch auch die 3 neuen Spezialisierungen erst erspielen. Kein Problem, aber sollte euch halt klar sein. Diese Version würde euch 60 Euro kosten. Wenn ihr das Hauptspiel inklusive Jahr 1 Pass besitzt, dann reicht es für euch eigentlich nur die Erweiterung zu kaufen, die euch 30 Euro kostet. Und zu guter Letzt, für alle, die jetzt neu einsteigen und noch gar nicht The Division gespielt haben, aber wirklich alles an Inhalten haben wollen, für die gibt es eine neue, überarbeitete Ultimate Edition. Bei der bekommt ihr alles, was in der ursprünglichen Ultimate Edition drin war, also sprich alle, wirklich alle kosmetischen Items, das komplette Jahr 1 inklusive Jahrespass und dann eben auch die Erweiterung. Die Ultimate Edition würde euch 80 Euro kosten. Bedenkt aber auch, dass ihr, wenn ihr im Uplay Store einkauft, könnt ihr eure Coins einlösen und für 100 Coins bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. So zahlt ihr zum Beispiel für die Ultimate Edition statt 80 Euro nur noch 60 Euro. Zu all diesen Editionen gibt es einen Level 30 Boost, den ihr so häufig wie ihr wollt verwenden könnt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr einen neuen Charakter erstellt, diesen Charakter direkt auf Level 30 hochboosten und sofort mit der neuen Story anfangen, wenn ihr das möchtet. Diesen Charakterboost könnt ihr auch separat im Ingame-Shop kaufen für 2000 Premium-Credits, also umgerechnet 20 Euro. Den könnt ihr allerdings dann auch nur einmal verwenden. Also noch einmal zusammengefasst, wenn ihr jetzt einsteigen möchtet mit The Division, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder holt ihr euch für 60 Euro die Warlords of New York Edition, da habt ihr das Base Game und die Jahr 2 Erweiterung. Oder ihr geht auf die Ultimate Edition, da habt ihr wirklich alles aus Jahr 1 plus die Erweiterung. Die würde euch dann 80 Euro kosten. Wenn ihr aber das Base Game habt und nur die Erweiterung wollt, dann müsstet ihr 30 Euro hinlegen. Alternativ könnt ihr euch den Jahr 1 Pass auch noch separat kaufen. Aktuell würde der 40 Euro kosten, ist aber rabattiert auf 12 Euro. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und auch vermeiden, dass ihr, so wie ich, erstmal im Store die falsche Version kauft, weil ihr zu übermütig auf den Buy-Button geklickt habt. Wenn ihr noch Fragen dazu haben solltet, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche, so gut wie es geht, zu helfen. Und ansonsten, glaube ich, war es aber auch für dieses Video. Ich hoffe, die Infos haben euch gefallen und haben euch ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, wie sich das neue Jahr in The Division 2 dann tatsächlich spielen wird und was uns da so an Content erwartet. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich erstmal recht positiv gestimmt bin. Hört sich alles sehr gut an. Wie es sich dann am Ende spielt und ob uns der Content reicht, das ist dann natürlich ein ganz anderes Paar Schuhe. Das wird man erstmal abwarten müssen. Aber in dem Sinne sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.